Hallo zusammen, heute möchte ich euch erstmal die Bilder zeigen, die jetzt getrocknet sind. Das ist ja das erste von dieser Dreier-Serie. Naja, das Gelb ist nicht ganz so schön, ganz so toll geworden. Darum habe ich es ja auch weggelassen. Okay, dann war ja der zweite Versuch mit dem Alkohol. Das ist also richtig cool geworden. Und mit Alkohol habt ihr natürlich auch keine Silikonflecken. Entschuldigung, das ist natürlich richtig gut, auch wenn ihr das mit Resin überziehen möchtet, dürfte das natürlich auch besser funktionieren. Okay, und dann das dritte Bild, das war das letzte. Vielleicht gar nicht, ich glaube so rum war es. Ja. Hat natürlich auch coole Effekte gegeben. Es hat ein bisschen nachgearbeitet, aber ist ganz normal. Okay. Was ich heute machen möchte, sowas wie ein Blumenbild, ein Flower Power, mit diesen Fäden. Ich habe praktische Wollfäden, habe drei Farben angerührt. Das ist Oxidbraun, dann Türkisgrün und ja, so ein Violett und Weiß natürlich. Der Rahmen ist 30 auf 30 cm und habe die Farben wieder mit Alkohol angemischt. Dann lasst uns starten, bis gleich. So Freunde, hier habe ich Wollfäden, 6 Stück, weil ich habe drei Farben, wie gesagt, dieses Braun, Türkis und Violett, Weiß nehme ich als Untergrund und habe das Bild eigentlich schon mal gemacht mit normaler Farbe, ist schon ein Weilchen her, hat auch nicht so gut funktioniert. Ich möchte es besser machen und ich denke mal mit Alkohol verläuft es vielleicht auch noch ein bisschen besser. Und ich schaue mal, wie es dann wird. Habe vielleicht noch vor, im Flemizell Creator dann danach nochmal Striche reinzuziehen, dass die Blumenformen vielleicht besser werden. Weil das kam mir auch ganz gut. Gut, dann lasst uns mal anfangen. Nehmen wir erstmal Weiß als Deckschicht. So, ich hoffe, das reicht. Müsste aber ausreichend sein. Ich habe jetzt eigentlich nur Handschuhe an für den Anfang. Damit wir das Weiß schön verteilen. Schauen. Ich hätte doch vielleicht einen größeren Becher Weiß nehmen sollen. Aber das passt schon. Ich streiche gleich mal die Kanten zu, solange es ein bisschen läuft. Come on. Okay. Warum? Das war das erste Mal, dass es nicht gelangt hat. Ja, sorry Leute, dass es so lange dauert. Ich habe das Weiß etwas dicker gelassen. Ja, komm, schaffst du. Okay, alles schön gleichmäßig verteilt. Schauen wir, dass wir die Kanten soweit auch zubekommen. Guti, das war es eigentlich schon. Jetzt brauche ich eigentlich, denke ich mal, keine Handschuhe mehr.
So, ich denke mal, hier seht ihr es auch. Ich nehme jetzt mal drei Fäden, drei Farben, drei Fäden. So, ne? Hier sind normale Wollfäden. Und die tauche ich jetzt hier rein in die Farbe. Ich möchte die dann auch ein bisschen übereinander laufen lassen. Also ich hoffe, es funktioniert. Warum ist der so lang? Nicht gut. Den muss ich noch trennen. Man soll natürlich schauen, dass man ungefähr gleich lange Fäden hat. Aber ich bin ja vorbereitet. So, rosa in rosa. Ich lasse es jetzt immer ein bisschen einwirken, die Farbe, dass der Faden oder die Wolle das richtig aufsaugen kann. Aber ich denke, wenn ich den letzten drin habe, na komm mal, dann kann ich mit dem ersten schon anfangen. So, und da habe ich jetzt, was habe ich hier drin? Ich denke mal, das macht nichts, aber das ist ein Dreckkorn drin. Heide Bimbam. Okay. So, dann ziehen wir das mal raus. Den ersten Faden. Ich hoffe, er tropft nicht so arg. Und leg den jetzt mal. Ja, genau. Seht ihr, deswegen müsst ihr es ein bisschen länger machen. Damit man praktisch auch Platz hat für die Schleifen. Ist natürlich auch wieder ein bisschen Übungssache. So, und das habe ich jetzt gemeint mit dem bisschen übereinander laufen lassen. Und ziehe die unten alle zusammen wieder, ne, dass ich praktisch nachher alle drei mit einem Schritt herausziehen kann. Das habe ich jetzt zumindest mal vor. Ob es funktioniert oder nicht. Das Braun ist etwas dicker. Warum auch immer. Und unten zusammen. So. Ich könnte jetzt mal schauen, ob es funktioniert. Aber jetzt lege ich erstmal die anderen Fäden noch rein. Ich möchte vielleicht zwei Bahnen ziehen. Auf der rechten Seite, also von mir aus gesehen, auf der rechten Seite auch nochmal eine. Weil wenn es funktioniert, dann machen wir nochmal eine Bahn. Also wie gesagt, durch den Alkohol, denke ich mal, verläuft schon mal ein bisschen besser. Und ja, wir schauen einfach mal. Das war das erste Mal, dass ich das mit Alkohol mache. Wodka hat es mir gerade ein bisschen angetan. So, ich würde es vorschlagen, wir ziehen mal und schauen, was wir haben, was rauskommt. Vor allem alle drei zusammen, ob das funktioniert. Jo, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Nehme ich mal einen Becher hier. Na ja, komm, dann machen wir noch mal eine Bahn. Da haben wir dann ein paar Luftblasen drin. Aber ist okay. Ich versuche jetzt hier noch mal eine Bahn zu ziehen, vielleicht nicht ganz so groß. Ich hätte die vielleicht weiter rübersetzen sollen. Aber gut. Ich finde das ganz cool. Ich sage in letzter Zeit immer cool. Ja. Keine Ahnung warum. Habe ich mir das angewöhnt. Okay.
gab dann schon Zeiten, da sagte ich immer okidoki. Ja, da haben wir ein Wollgewurstel, also hat sich zusammengeknotet. Weil das teilweise dann auch nicht schlecht kommt. Wackelt doch nicht so, Timo. Alter. Ja, okay, jetzt habe ich ein Pendel. Die Zeichen stehen gut. Ich weiß nicht warum. Komm her. Wahnsinn. So. Und nochmal das Braun. Ja, braune Blumen gibt es vielleicht nicht, aber wieder nochmal schauen, ob es funktioniert. Alter. So. Okay, dann haben wir es schon. Dann ziehen wir mal die zweite Bahn, in der Hoffnung, dass es genauso gut funktioniert. Ist ja eigentlich auch nicht schwer. So. Ja gut, das ist jetzt fast zu breit hier geworden. Okay. Jetzt schaue ich mal kurz mit dem Heißluftföhn einfach mal die Bläschen rauszumachen. Aber ihr seht, wir haben leichte Bläschen durch die Luft und im Prinzip halt auch durch den, wahrscheinlich wieder durch den Alkohol. Aber gut. Okay, jetzt möchte ich nochmal was probieren, wie gesagt. Ich habe mir übrigens einen Haufen Kämme geholt, gekauft. Und da bin ich dann auch mal gespannt, wenn ich es jetzt aufbekomme. Oh Leute, heute habe ich. Ja, Kindersicherung. Ihr kennt ja Cell Creator. Mit der Pipette mache ich da. Das reicht eigentlich schon. Ihr braucht da auch nicht viel. Ihr könnt natürlich auch Silikon nehmen. Ich fand halt nur mit dem Cell Creator das Bild. Waren die Kanten ein bisschen schärfer. Ist jetzt aber die Frage, ob es dann mit diesen Strichen auch so funktioniert. Das wollte ich nämlich auch noch testen. So, ich nehme dieses Mal aber wieder einen von meinem Draht, weil ich nur dünne Striche reinmachen möchte. Und werde vielleicht hier eine kleine Rundung reinmachen, damit ich ein bisschen mehr aufnehmen kann und mehr streichen kann. Wir schauen mal, wie es funktioniert. Okay, taucht jetzt einfach was rein. Ich will halt wie so eine Blumen- oder Federstruktur rausbekommen. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Ob sich überhaupt was tut. Das ist nämlich dann auch die Frage. Ich mache es wieder gerade. Gerade habe ich, glaube ich, mehr Gefühl. Aber wahrscheinlich funktioniert es eigentlich auch nur, wenn man die Farbmischung hat im Prinzip. Ne? Wenn man zwei Farben aufeinander hat. Und wir haben natürlich auch keinen Swipe gemacht vorher, das ist natürlich auch so ein Punkt. Immer je nach Technik, sage ich immer. Ob es dann wirkt oder nicht. Wirkt nicht ganz so gut.
Ja, kann nicht alles bei allem funktionieren. Ne? Also jede für verschiedene Techniken braucht man verschiedenes Material, sage ich immer. Ich mache jetzt einfach nur mal zum Test ein bisschen Silikonöl rein, drehe den um und schaue, was da passiert. Aber es kann natürlich jetzt auch an dieser Technik liegen, dass es da gar nichts funktioniert. Aber vielleicht reagiert Silikon hier ein bisschen besser, weil es besser läuft. Wir schauen einfach mal. Aber ich glaube, da passiert bei beiden nichts. Ja gut, ein Versuch war es wert, dann wissen wir schon wieder mehr. Okay. Was mir hier nicht gefällt, das sieht zu dick aus, hier unten. Aber kann nicht immer alles gleich gut funktionieren. Ich kann höchstens noch ein bisschen. Nee, ich möchte das Bild eigentlich so lassen. Da hätte ich vielleicht sonst nur einen Streifen reinmachen sollen. Den ein bisschen größer. Aber passt doch. Ich schau mal kurz nochmal erhitzen, vielleicht bringt da noch was. Aber ich gehe nicht davon aus. Okay. Ja. Kann nicht alles klappen. Aber ein Versuch war es wert. Ich zeige es euch jetzt nochmal von daheim. Und dann bis gleich. So Freunde, zeige ich euch erstmal diesen Punkt hier. Wie gesagt, der Strang unten ist mir einfach zu dick geworden. Kann passieren. Okay. Und jetzt die andere Seite, der eigentlich besser gelungen ist. Ich finde, da passt es eigentlich von diesem Strang her. Seht ihr die kleinen Zellen? Wir müssen wirklich mal schauen, wenn es getrocknet ist, ob das Silikon oder der Cellcreator einfach noch ein bisschen nacharbeitet. Aber ich denke mal nicht so arg. Gut, ein Versuch mal wieder, wo misslungen ist. Aber ist okay. Wir machen weiter. Okay, dann hat es mich gefreut, wenn ihr wieder dabei wart. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss, bye.